Also, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Dawn of Man. Das letzte Mal haben wir ein paar Steine durch die Gegend gefahren. Das wird uns dieses Mal nicht besser ergehen. Bloß wir brauchen wieder eine Menge Holz. Wo habe ich unsere Holzfäller hingeschickt? Ah ja, richtig. So, hier gibt es wieder nichts. Dann dürft ihr jetzt mal dahin gehen. Geschwindigkeit 8 mal. Wir haben 27 Wissenspunkte. Sehr schön. So, wo sind unsere Menschlein denn? Hier haben wir eins. Ich brauche irgendjemanden, der den Schlitten abholt. Gibt es denn hier jemanden, der sich... Oh, ne. All unsere Schafe, also fast all unsere Schafe sind krank. Puh, wie kommt sowas? Das ist jetzt so richtig mies. Keine Möglichkeit, die zu heilen. Ich hoffe sehr, dass die das überleben, aber wahrscheinlich verlieren wir jetzt mal wieder unsere Schafszucht, weil, ja, Steinzeit halt. Steinzeiter. Und da stirbt das erste Schaf. Und dann wahrscheinlich das zweite. Ne, es hat's überlebt. Gott sei Dank. Frag mich, wie lange es braucht, um sich wieder zu heilen. Schafskollege da hinten ist glimpflicher davon gekommen. Lass mich raten, jetzt kommt gleich irgendwo eine andere Katastrophe an. Nee, nicht mal. Die sind dann hinten noch relativ friedlich. Wie sieht's denn mit unseren Holzfällerkollegen aus? Zwei Stück, 20 Baumstämme. Das erhöhen wir mal auf 25. Und mit der einfachen Begründung, dass wir so viel mehr Holz brauchen. Was ist das? Ach ja, richtig, der Getreidespeicher. Wir haben kein Holz dahin. In Bewegung. Du bist mir eigentlich zu nah an unseren Sachen, deswegen schicke ich dir jetzt drei Leute hinterher, die sollen mal eben dafür sorgen, dass du nie wieder hier in die Nähe kommst. Weit genug weg, da können wir das dann ausmachen. Sonst noch was Gefährliches da? Momentan nicht. Schon mal schön. So. Ja, unsere Mauer wird auch langsam. Wir brauchen mehr Schafe. Ah, da kommt ein Händler. Mal schauen, was der alles so mitbringt. Oder besser gesagt, die beiden. Zwei Schafe könnten wir beide brauchen. Ja, wir in der Tat werden die kaufen dort die Schafe. Dafür kriegt ihr 8 davon. Ihr erhaltet 7 Knochensperre, dann die Harpunen, die brauchen wir nämlich nicht. Wir haben jetzt upgegradet auf Feuerstein.
Und erhaltet ein Wolloutfit. Dafür möchte ich von euch noch einen Stroh haben. Ein Stroh. Ein Strohballen. Sehr gut. So. Zwei Weibchen. Nicht das Schlechteste. 16 Tiere haben wir jetzt. 16 Nutztiere. Ich hoffe sehr, dass es wir bald ein paar Lämmer kriegen. Wo ist denn unser männliches Schaf? Hier ist es. Okay, wir haben Herbst. Vielleicht schafft er es noch im Frühjahr für Nachwuchs zu sorgen. Mit 6 Schafen sollten wir jetzt einen guten Grundstock haben. Das sollte jetzt nicht mehr das große Artensterben hier geben. Ja, unsere Aufnahme läuft und man müsste mich auch hören. Sehr gut. Interessanter wäre zu sehen, haben wir überhaupt Leute, die hier. Ja, wir haben Leute, die hier Holzscheite produzieren. Und die Brücken werden genutzt, ich bin entzückt. Hier nicht? Naja, gut, jeder wie er es mag. Ich werde mich da jetzt nicht drüber aufregen. So. Limits. Haben wir eigentlich ein Limit bei mir? 20 Einheiten. Das erhöhen wir mal auf 25. Die Brote auf 30. Ja, wir tun beide auf 30. Und den Fisch tun wir auch auf 30 erhöhen. Belastung ist zu groß. Verständlich. Dann bauen wir eine Hütte mehr, dann kriegen wir mehr Einwohner. 4 Stück insgesamt, dann sind wir bei 32. Mit 32 Einwohnern sollten wir dann auch wieder. Was bist du? Ah, ihr seid nur eine Schweinefamilie. Sollten wir dann auch wieder ins Grüne kommen, was die Belastung angeht. Fällt mir ein, ich könnte Schweine ja wieder dominieren. Das hier sind Ziegen. Hier waren doch gerade ein paar Frischlinge, also Babyschweine, junge Schweine. Das hier sind Ziegen. Hier ist ein Wildschwein. Jetzt habe ich die Schafszucht gerade stabilisiert. Höhlenlöwen. Kriegen wir eigentlich Wissen, wenn wir die jagen? Vielleicht. Ja, wenn wir 5 Stück von denen umgebracht haben. Aber was mich gerade mehr stört, das ist, dass ich die Babyschweine verloren habe. Also aus den Augen verloren habe. Oder bilde ich mir nur ein, dass da Schweine waren? Waren da vielleicht nie Schweine? Ich meine, das Weibchen ist noch da. Habe ich die Ziegen, also die Steinbockjungen, für Schweine gehalten? Das sind auch Schweine. Ja, keine Babyschweine. Naja, vielleicht liegt es daran, dass jetzt Herbst ist. Vielleicht sind sie alle erwachsen geworden. Wer weiß.
Ah, unsere Hütte ist fertig. Es wurde eine neue Ziege geboren. Und es wurden drei Schafe geboren. Sehr gut. Und es wurde eine neue Hütte gebaut. Noch besser. So, was haben wir hier? Du wirst fürs nächste wahrscheinlich nicht transportiert. Dir fehlt ein Holz. Du bist transportfähig. Ah, nee, du bist nur vorbereitbar für den Transport. Das kann ich auch mal in Auftrag geben. Aber du da hinten, dich setze ich mal auf eine höhere Priorität. Aus dem einfachen Grunde, weil du nur noch ein einziges Holz brauchst. Wissenspunkte, 28 Bewohner. Und die Feuersteinkatastrophe. Wie sieht's mit unserer Mine aus? Pflanzen bauen, Lager, Produktion, Untergrund, Feuersteinmine. Auch auf hoher Priorität. So. Damit sind wir nach knapp 12 Minuten, 12,5 Minuten, soweit, dass wir, ja, mehr Dorfbewohner haben können. Oh, es wird wärmer. Ne, es wird kälter. Es war schon mal kälter, aber jetzt wird es wieder kälter. Naja. Bevölkerung hat 30 erreicht. Sehr schön. Gibt es dafür... Nein, dafür gibt es keinen Bonus. Das gefällt mir. Da kommt unser nächster Stein. Vielleicht mache ich daraus auch den Thumbnail. Oder hier raus, das sieht auch cool aus. So, Schafe hätten wir theoretisch jetzt genug. Rein, theoretisch. Es ist Winter. Ah, denn seine Tauschkurve ist mir zu hoch für die Schafe. Vier Stück will der für sein Stroh. Du bekommst ein Hautoutfit für dein Stroh. Und ich möchte von dir dann dafür. Nee, das Leinen können wir uns so nicht tauschen. Hat einen Wert von 5. Zwei Knochen nehmen wir dafür noch. Vielleicht kriegen wir heute ja den Steinkreis fertig.
Wieso haben wir keinen Feuerstein? Ich habe hier eine Mine in Auftrag gegeben. Lass mich raten, ihr verfeuert mal wieder alles Holz und hier landet nichts. So, wo waren denn jetzt noch die oberflächlichen Feuersteine? Wir hatten da noch irgendwo welche rumliegen. Nee, das ist Stein, reiner Stein. Das ist unser Megalith. Ich stelle mich immer auf den Berg, wenn ich einen Überblick brauche. Sieht man weiter. Hier gibt es Feuerstein, aber nicht den wir brauchen. Ich meine, wir können auch oberflächlich abbauen. Ah, der ist so weit weg. Der hier auch, aber was soll's. Stein holen. Feuerstein. So, die Krise wurde abgewendet. Haben wir eigentlich noch Feuersteine? Wir haben noch 15 Steine. Ich sehe da oben keine Feuersteine. Ja, wir haben echt keine Feuersteine mehr. Das ist schlecht. Nahezu all unser Werkzeug besteht aus Feuersteinsachen. Und Knochen. Faustkeil haben wir. Mittlerweile benutzen wir den nicht mehr. Der braucht auch Feuerstein, ja. Ja, danke. Ich habe schon mitgekriegt, dass wir keine Feuersteine haben. Ich habe auch schon einen Lösungsvorschlag gemacht, sogar zwei. Nummer eins ist hier, Nummer zwei ist da drüben. Von daher sollte das jetzt eigentlich ganz gut laufen. Ja. Oh. Mehlproduktion. Für all dieses Wundern, eigentlich hätte da noch ein Stössel hingehört. Also ein Stössel, das ist ein. Was hattest du dabei? Stössel sind, ja, wie soll ich das erklären? Das ist ein. Stäbchen aus, beziehungsweise eigentlich ein großer Steinstab. Und damit haut man dann die ganzen Körner klein. Also sie hat praktisch die Körner gemahlen. Ich komme nicht an das Zeug dran, das wir brauchen. Weder die Klamotten noch sonst was. Naja, müssen wir warten, bis geht und holt Feuersteinsichel. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt hier was getroffen habe oder ob das einfach nur so abgebaut wird. Naja. Hier brauchen wir noch zwei Stück. Dort haben wir einen. Und hier haben wir einen. Der hier wird jetzt offenbar fertig gemacht. Was bist du? Du bist gelb. Ah, ein Bison. Ich glaube, die sterben aus im nächsten Zeitalter. Ich bin mir aber nicht sicher. Moment. Was lief da gerade rein? Ah, das ist nur ein Hundi. Ich dachte schon, dass hier ein Höhlenlöwe uns jetzt gerade eben ins Dorf rennt. Das wäre unschön für uns. Meine Leute brauchen mehr Ruhe, müssen mehr schlafen. Aber ich habe das Gefühl, die überarbeiten sich etwas. Darin bin wohl ich schuld. Wer sonst? Nichts besonders ereignisreich heute. Aber wir machen großartigen Fortschritt beim Steinkreis.
Oh, sie haben den Schlitten abgeholt, das ist schon mal schön. Ich habe den noch nie zugesehen, wie sie den Megalithen fertig mal zum Abtransport machen. Warum habt ihr den nicht? Wartet. Seid gedankt, liebe Freunde. Ich möchte eure Kittys gerne haben. Gibt es denn noch irgendwo ein paar Schweinchen, die wir für unsere Schweinezucht verwenden können? Bison, Höhlenbär, ehrlich? Esel. Du Bauer. Du Esel. Das habt ihr nicht gehört. Und wir haben neuen Zuwachs gekriegt. Das ist der hier. Gerade auf die Welt gekommen, aber schon so groß. Na gut, man kann nicht alles realistisch haben. Ansonsten wäre diese Siedlung wahrscheinlich schon la vor langer Zeit untergegangen. Okay, einer der Schlitten ist kaputt gegangen, das heißt, wir brauchen einen neuen. Hier waren die anderen Feuersteine, die ich gesucht habe. Tja, blind bin ich gewesen. Wie Yoda ich manchmal sprechen. Nein, nicht wirklich. Nur dann, wenn ich glaube, dass es lustig ist. Oh, wir haben zwei Schafe verloren, oder? Wir hatten 10, jetzt haben wir nur noch 8. Ich hoffe sehr, dass wir jetzt eine stabile Schafspopulation erreichen. Belastung ist zu hoch. Ja, das hat das, der Sommer. Ich wollte gerade sagen, das hat das Frühjahr an sich. Da sind alle sehr beschäftigt, aber der Sommer? Vielleicht sind sie beschäftigt mit dem Anbau bzw. mit der Pflege. Ah. Tierbevölkerung 25 erreicht. Okay, wir haben 8 Schafe und 10 Ziegen. Das sind 18. Wir haben ein Schwein, obwohl ich zwei haben wollte. Da wir haben zwei Schweine, damit sind wir bei 20. Das heißt, wir haben 5 Hunde oder mehr. Kann ich das irgendwo einsehen? Wie viele Hunde wir haben? Hier sehe ich es nicht. Geschwindigkeit. Strohschaubild. Oh. Strohmäßig stürzen wir ab. Wir nehmen zwei davon. Du bekommst 10 Stoff dafür. 15 Stoff. Die hier. Und du bekommst einen Stein. Nicht an den Kopf, aber so halt. So. So, jetzt sollten wir. Ich weiß nicht, wo ich die Hunde einsehen kann. Vielleicht werden sie nicht angezeigt. Wir müssen auf jeden Fall neue Felder anlegen, weil wir brauchen mehr Stroh. Okay, das hier ist Gerste, hier haben wir Einkorn und hier haben wir Emme. Ich würde sagen, als nächstes kommt wieder Gerste dran.
Hoffe sehr, dass das für den Winter reicht, was wir hier gesammelt haben. Für die Tiere vor allen Dingen. Ah, der Steinkreis ist endlich vollständig. Moment. Haben sie den hier drüben schon abgebaut? Tatsache! Ich habe das ganz verpennt, beziehungsweise ganz verpasst, dass die den Megalithen von hier drüben zum Steinkreis rübergezogen haben. So, auf jeden Fall wird damit erstmal unser größtes Heiligtum fertiggestellt. Oh. Oh nein, 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 nein. Lager, Wohnhaus. Wir brauchen ganz, ganz dringend das hier. Damit brauchen wir mindestens einen Strohhaufen mehr. Steinkreis. Ja, Größenbahn. Uhu, 40. So. Dieser Baum hier ist ein Birnbaum und steht im Weg, aber ich möchte den Birnbaum gerne behalten. Probieren wir mal ein paar verschiedene Sachen aus. Wir haben den Birnbaum eingezäunt. Es ist zwar noch nichts fertig und so weiter, aber wo ein Wille, da ein Weg. Und wir ziehen jetzt. Hier hinten ist eine Mauer. Okay, dieses Tor wird hier zuständig sein. Dann haben wir hier den Stall. Der Stall hier stört. Können wir den woanders hinbauen? Theoretisch ja, aber da wäre er auch nicht sehr viel besser. Also nehmen wir die Verteidigungssachen, umzäunen hier den Stall und
So, damit sind wir soweit. Jetzt müssen wir hier nur noch diese Bäume loswerden. Sammeln wir hier hinten irgendwas eigentlich ein? Eigentlich nicht. Früchte. Eiche. Moment. Wenn ich das so mache und dann diesen Baum hier sowieso mit abholz, dann muss ich den auch gar nicht einzäunen. Das ist besser. Ich möchte diese Eiche aber gerne haben. Einfach weil dann das Dorf besser aussieht. So. Und damit entwickelt sich unser Dorf hier schnell weiter. Ich erhöhe mal die Geschwindigkeit auf das Achtfache. Ja, und ich denke, das war's dann für heute, oder? Den Steinkreis haben wir fertig. Mauer wäre das nächste Wichtigste. Wir sollten jetzt auf jeden Fall, dadurch, dass wir hier in der Nähe, also von unserem Lager, das Holz sammeln, sollten wir jetzt schneller Holz bekommen. Der Stall ist fast fertig und der Winter kommt. Ich hoffe sehr, dass der fertig wird, bevor. Na. Lass alle Hoffnungen fahren, denn niemand kümmert sich um euch. Das wäre jetzt vorher hier das Richtige. Aber der Stall ist fertig. Ich hoffe sehr, dass wir jetzt unsere Tierchen da retten können und dass, genau, kein Tierchen draußen rumstehen muss und erfriert. Wäre äußerst bescheiden, das Ergebnis. Ah, da ist der andere Stall. Zwei Stück hier hinten, einer ist auf der Flussseite. Bei der Überschwemmung behalten wir so ein paar Tierchen. Warum betet ihr den Steinkreis von außen an, wenn man reingehen kann? Naja. Jetzt sollten sie auf jeden Fall wieder mehr Moral haben. Stellt der Steinkreis eigentlich die Moral besser wieder her als die anderen Sachen? Und was haben wir noch an spirituellen Sachen? Also den Steinkreis haben wir jetzt gemacht, weil er cool aussieht. Upsi. Ich nehme dir dein Stroh ab. Du bekommst dafür zweimal einen Knochensperr. So. Wäre mir aber trotzdem jetzt ganz recht, wenn ihr euch auch mal um die Mauern kümmern würdet. Leute. Wir haben 32 Leute. Wir haben jeweils, also Maximalkapazität von 32. Vier Leute passen in eine Hütte. Das heißt, wir haben insgesamt 8 Hütten. Wenn wir sie nochmal verbessern, dann haben wir 5 Leute pro Hütte. Das heißt, wir haben dann für 40 Leute haben wir dann Platz. Oh nein.
Die laufen über unser neu gemachtes Feld. Du bist alleine? Nee, es sind drei. Vier! Ich weiß nicht, was ihr dort hinten sucht, aber geht mal bitte hier hin. Feuer konzentrieren! Beziehungsweise eine Frau verloren gegen Räuber. Schade. So. Wir müssen an die Ausrüstung der Räuber rankommen. Ironischerweise sind die Speere die Sachen, wo man am leichtesten rankommt. Leichtesten. Vorausgesetzt, dass die Bevölkerung auf einen hört und dann das tatsächlich macht, was ihr aufgetragen wurde. So. Falls dem so nicht, dann, ja. Das ist es. Hier setze ich das Tor hin. Gut, da brauchen wir noch einen Verteidigungsturm. Ja. Sehr gut. Dann hier ziehen wir die Mauer rüber. Auch gut. Und das Fehlen der Mauer hier vorne geht mir jetzt langsam auf den Keks, vor allem weil die schon seit Ewigkeit im Auftrag ist. Deswegen erhöhe ich jetzt hier vorne mal alles. Ich meine, es ist ganz schön, dass er hier mal endlich wieder was ausbaut. Aber ich hätte wirklich gerne, dass die Mauer tatsächlich mal den Sinn erfüllt und nicht einfach nur hier zum locker durchlaufen ist. Zwei, drei, vier, fünf, sechs Mauerabschnitte sollen sie jetzt hier vorne dringend bauen. Dann hier kommt das Tor Nummer 3 hin mit zwei Türmen. Hier hinten baue ich dann Tor Nummer 4 hin. Damit werden die Felder hier hinten, die wir hier anlegen werden, und dass das schon da ist, erarbeitbar. Ich weiß nicht, vielleicht erweitere ich hier. Was bist du? Oh, ein alter Hund. Nein. Nicht etwas, was uns gefährlich wird. Sehr gut.
Wir hätten noch Platz für zwei weitere Leute. Wir haben einen neuen Siedler oder eine neue Siedlerin bekommen. Wir haben vier Schweine. Neun Schafe, ein neuer Mensch wurde geboren, sehr gut. Und 10 Ziegen. Okay, die Frage ist jetzt folgende. Hier gibt es noch Feuerstein. Hier gibt es Feuerstein, den ich total übersehen habe vorhin. Wo ist das Feuersteinabbaugebiet, das ich angegeben habe? Ich weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall Leute, die Feuerstein abbauen können. Und wir haben eine Feuersteinmine. Sollte also kein Problem sein. Wir haben auch Feuersteinspitzhacken hergestellt. Hacken. Ja, wir haben Hacken, Sicheln und so weiter aus Feuerstein. Sollte also kein Problem geben. Sie sollten in der Lage sein, Feuerstein abzubauen. Ja. Aber ich denke, das war's dann für heute. Wir hatten den Räuberangriff. Ah, das ist eines unserer Schweine. Ich dachte schon, dass hier ein Jungtier rumrennt, das wir hätten zähmen können. Ohne Probleme. Brauchen wir was von dem, was sie hier anbieten? Wir nehmen die 7 hier. Wir geben euch das hier. Wir nehmen euch noch eine Sichel. Also, und geben euch dafür das hier. Ja, das sollte ein guter Handel für uns sein. Vielleicht nehmen wir euch also alle Sicheln, die ihr habt. Ihr erhaltet dafür von uns ein paar Outfits mehr. Ja, so sollte das gehen. So. Die Sicheln habe ich jetzt gekauft, weil wir wieder bald Erntezeit haben werden und da können zusätzliche Sicheln nie schaden. Ja. Ich warte hier aber jetzt nicht, dass sie die Mauer fertig haben. Beziehungsweise hier vorne die Mauer fertig bauen. Wir haben einen guten Fortschritt gemacht, wir haben eine zusätzliche Hütte, wir haben den Steinkreis fertig und wir haben ein zusätzliches Feld angelegt, ja. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ich sehe euch dann beim nächsten Mal wieder. Ancients World Out, stay safe.